35, 40, 50, 51, 52, 53, 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 53. £53.53. Naja, das ist ja nicht gerade sehr berauschend. Sehen Sie es so, Herr Pastor. Es kommt auf die Geste an. Nein, man muss nicht ohne Heimstatt sein im Winter, wenn es kalt ist. Man muss nicht ohne ein Dach über dem Kopf sein. Aber, und darum geht es, und darum geht es uns allen, der Mensch muss seinen Hunger stillen, ob das nun Winter ist oder Sommer. Und darum möchte ich Ihnen heute für unsere Aktion, liebe Gemeinde, für die Obdachlosen in dieser Zeit mitteilen, dass Sie genau 53 Mark und 53 Pfennig. Tja, so mancher mag sagen, das ist nicht viel. Nein, wirklich nicht. In gewisser Weise ist das sogar sehr viel. Denn es ist eine Geste. Eine Geste des guten Willens. Und dafür möchte ich Ihnen allen danken. Dafür möchte ich wirklich in aller Dankbarkeit sagen, danke. Na, schmeckt's? Sind Sie satt oder mögen Sie den Fraß auch nicht? Ist die Suppe wirklich so schlecht? Ich wollte mich ja nicht beschweren. Hab sowieso kein Recht dazu. Jeder hat das Recht, sich zu beschweren. Ja, ja. Nur unser eins nicht. Wir müssen immer dankbar sein. Ich wollte damit auch nur sagen, ein guter Wille macht noch keine gute Suppe. Verstehen Sie? Was machen Sie eigentlich hier? Wir haben in der Gemeinde gesammelt, damit Sie was zu essen haben. 53 Mark 53. Enorm. Ich habe das Geld hier abgegeben. Für die nächsten Suppen? Ja. Na toll. Na gut, dann wollte ich noch sagen, guten Appetit. Und jetzt hätten Sie mich wohl am liebsten gefragt, warum ich eigentlich hier bin. Das kann ich Ihnen genau sagen. Erstens bin ich Statiker. Sie wissen, was ein Statiker ist. Einer, der ausrechnet, wie man ein Haus bauen muss, damit es nicht zusammenbricht. Ja, das kann man so sagen. Zweitens war ich natürlich verheiratet und drittens wurde ich arbeitslos. Viertens fing ich an zu trinken, fünftens lief mir meine Frau weg und sechstens konnte ich die Miete nicht mehr bezahlen. Und schon sitzt man seit ein paar Monaten hier, löffelt diese Suppe und erklärt Ihnen, wie das alles passieren konnte. Noch eine Frage. Ja, haben Sie Kinder? Ja, ich habe einen Sohn. Er lebt in Amerika, aber er weiß nicht, was mit mir los ist. Nein? Wie denn? Ich habe ja keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich kriege ja keine Post mehr. Schreibt er Ihnen nicht? Woher soll ich das wissen? Ich bin obdachlos. Obdachlose haben keine Wohnung. Also sind sie nicht gemeldet. Also haben sie keinen Briefkasten, also kriegen sie keine Post. Wie bitte? Kannst du ihr das vielleicht erklären? Na, das hast du doch gerade gemacht. Aber mich versteht sie nicht. Also, nochmal. Ein Obdachloser ist ein Obdachloser, weil er kein Obdach hat. Und weil er kein Obdach hat, hat er keinen Briefkasten. Und weil er keinen Briefkasten hat, kriegt er keine Post. So einfach ist das. Ja.
machen Sie da? Ich schraube einen Briefkasten an. Was? Einen Briefkasten. So. Darf ich vorstellen? Herr Holberg, Pastor Hofmeister. Guten Tag, Herr Pastor. Tag. Herr Holberg ist obdachlos und deshalb kriegt er keine Post. Also bin ich zum Einwohnermeldeamt und habe ihn bei uns angemeldet. Jetzt kann er Post kriegen. Ach ja. Ist Ihnen doch recht, Herr Pastor. Ja, ja, natürlich. Selbstverständlich. Wohnen Sie auch hier? Nein, nein, keine Angst. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, unter Brücken und auf Dachböden zu schlafen. Es gibt da manchmal ganz gemütliche Ecken. Außerdem will ich niemand zur Last fallen und Miete kann ich sowieso nicht zahlen. Aber dass ich nun hin und wieder einen Brief kriege. Von seinem Sohn aus Amerika. Sitzt. Bisschen schief, hat der liebe Gott lieb. Das ist jetzt Ihre. Aber es ist Ihr Kasten. Ja, aber es ist Ihr Schlüssel mit Ihrem Schild und Ihrem Namen. Würden Sie mir bitte erklären, was das soll? Ich soll eine Strafe bezahlen. Moment bitte. E, D, C, B. Brille. Sie müssen keine Strafe bezahlen. Nein? Nein. Sie müssen ein Bußgeld bezahlen. 129 Mark, weil Sie das Einwohnermeldeamt getäuscht haben. Was habe ich? Sie haben eine Person als bei sich wohnend gemeldet, die in Wirklichkeit nicht bei Ihnen wohnt. Da es sich um einen Obdachlosen handelt, also um eine Person, die keinen Wohnsitz hat. Würden Sie das bitte wiederholen? Sie haben eine Person... Danke, ich habe verstanden. Ich habe alles verstanden. Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Vielleicht verstehen Sie das ja auch. Der Mann braucht eine Adresse, einen Briefkasten, damit er Post kriegen kann. Ja. Was ja? Er hat einen Sohn in Amerika. Und wenn er eine Tochter in Neuseeland hätte? Wollen Sie damit sagen, dass das nicht geht? Hätten Sie sonst den Bußgeldbescheid bekommen? Also schön, was kann ich dagegen tun, gegen diesen Aberwitz? Widerspruch einlegen. Dann kommt es zu einem Gerichtsverfahren. Sehr gut. Ich lege Widerspruch ein und dann kommt es zum Prozess. Ausgezeichnet. Den Prozess will ich. Den will ich unbedingt. Darauf freue ich mich jetzt schon. Werden doch mal sehen. Aber vorher schrauben Sie den Briefkasten ab. Der Mann ist ja nicht bei Ihnen wohnhaft. Ja, das mache ich. Keine Sorge. Ich halte mich nämlich an die Gesetze. Tag. Guten Tag. Post? Ja. Von Ihrem Sohn? Mhm. Und wie geht's ihm? Gut. Sehr gut. Er denkt, ich baue gerade mal wieder eine der größten Brücken Europas. Und er hofft, dass mich dieser Brief endlich erreicht. Auch wenn es dem Herrn Pastor nicht gefällt, aber gewisse Lügen müssen nun mal sein. Ja, da haben Sie recht. Na ja. Stimmt was nicht? Es stimmt eine ganze Menge nicht. Und das muss man ändern. Tschüss.
machen Sie da? Auf den Prozess freue ich mich jetzt schon. Denen zeig ich's. Aber nicht mit mir. Nicht mit mir! Die Sachlage ist ganz einfach. Ich muss den Prozess eröffnen. Aber ich kann nicht. Sie können nicht? Wieso? Fahren Sie in Urlaub, müssen Sie ins Krankenhaus. Ach was, darum geht's nicht. Ich kann den Prozess nur führen, wenn ich den Zeugen vorlade, diesen Obdachlosen. Herrn Holberg? Ja, den. Na, dann laden Sie ihn vor, finde ich ja sehr richtig. Und der soll aussagen, was passiert ist. Das geht nicht. Wie bitte? Ich kann ihn nicht vorladen. Und warum nicht? Er hat keine Adresse. Er ist ein Obdachloser, also hat er keinen Wohnsitz. Er war bei Ihnen gemeldet. Aber das Einwohnermeldeamt hat ihn wieder bei Ihnen abgemeldet. Wohin soll ich also die Forderung schicken? Es geht nicht. Ich kann sie ihm geben, kein Problem. Kein Problem? Sagten Sie kein Problem? Natürlich ist das ein Problem. Wenn ich Ihnen die Vorladung geben würde und Sie würden sie ihm geben, einfach so in die Hand drücken. Er würde bestimmt kommen, ganz bestimmt. Ja, sicher. Aber das wäre keine ordentliche Vorladung und der Prozess würde platzen. Ich dürfte ihn gar nicht erst anberaumen, weil ich ja selber den Zeugen nicht ordnungsgemäß geladen habe. Es geht nicht. Ist Ihnen nicht gut? Nein, mir ist nicht gut. Mir ist alles andere nur nicht gut. Lassen Sie mal. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Wer doch gelacht. Ja, wir kriegen es hin. Das ist kein Bußgeldbescheid. Das ist eine Verwarnung wegen Falschbeurkundung. Sie haben im Wiederholungsfall falsch beurkundet, dass dieser Obdachlose... Herr Holberg. Der Name tut nicht zur Sache. Zur Sache tut, dass er obdachlos ist. Und dass Sie zum wiederholten Male falsch beurkundet haben, er sei nicht obdachlos, sondern würde seinen Wohnsitz bei Ihnen haben. Sollten Sie davon nicht ablassen, müssen Sie 3.000 Mark bezahlen. Ich will meinen Prozess. Welchen Prozess? Ich habe gegen diesen Unfug Widerspruch eingelegt. Das ist Ihr gutes Recht. Aber der Prozess kann nicht stattfinden, weil der Zeuge nicht geladen werden kann. Und er kann nicht geladen werden, solange er keinen Wohnsitz hat. Tja, als Obdachloser hat er keinen. Auch bei Ihnen nicht. Wir haben ihn ordnungsgemäß wieder abgemeldet. Und Sie schrauben den Briefkasten wieder ab. Der ist nämlich eine vorsätzliche Täuschung. Der Bischof hat angerufen. Der Bischof? Ja, der hat von dieser Angelegenheit erfahren. Von welcher Angelegenheit? Na ja, der Ärger mit dem Einwohnermeldeamt und mit dem Prozess. Der Bischof? Ja, der kegelt einmal die Woche mit dem Amtsrichter. Der Bischof kegelt? Einmal die Woche mit dem Amtsrichter. Und er hat was von Querulant gesagt. So, hat er gesagt. Und ich soll mich darum kümmern. Also wenn schon, dann bitte Querulantin. Also kriege ich jetzt meinen Prozess? Ja, nein. Können Sie das bitte etwas präziser sagen? Ich habe Widerspruch gegen den Bescheid angelegt und warte auf den Prozess. Auf den habe ich ja wohl ein Recht, oder? Ja, aber es geht nicht. Ich kann den Zeugen nicht laden, weil das Einwohnermeldeamt ihn wieder abgemeldet hat. Und ohne Zeuge kein Prozess. Ich komme mir ja selber wie ein Idiot vor. Aber die Vorschriften sind nun mal so. Aber das Bußgeld muss ich doch nicht bezahlen, oder? Nein, Sie haben ja Widerspruch eingelegt. Über den Sie nicht entscheiden können. Ja. Bin ich ein Querulant? Sie? Wie kommen Sie denn darauf? Auch keine Querulantin. Ich verstehe nicht. Schön. Also, was machen wir jetzt? Könnten Sie denn nicht...
Ich meine, wenn Sie das Bußgeld einfach bezahlen würden, dann wäre das doch erledigt. Ich soll 129 Mark bezahlen? Dann wäre das endlich vom Tisch, mein Gott. Versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Sie haben ja recht, vollkommen recht. Das ist ja das Schlimme. Es ist zum Verrücktwerden. Ich bin Richter und ich kann nicht richten. Was ist denn das für ein Beruf, wenn man ihn nicht ausüben kann? Ich zweifle ja langsam an meinem Verstand. Das ist absurd. Begreifen Sie das denn nicht? Nein. Ja, ich auch nicht. Ich begreife gar nichts mehr. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, sagt die Heilige Schrift. Ja, das tun wir ja dann auch. Aber manchmal ist das nicht so einfach, wie das zu sein scheint. Und so mancher kann da in arge Bedrängnis kommen. Denn was ist des Kaisers? Ja, wer weiß denn das da schon so genau? Und da gehen die Meinungen weit auseinander. Der eine oder der andere kann, wenn er der einen oder der anderen Meinung ist, sehr leicht als Querulant abgestempelt werden. Urteilen wir deshalb nicht so hart und nicht so schnell, liebe Gemeinde. Kann ich Sie wohl einen Moment sprechen? Ja, bitte, selbstverständlich. Das ist schön, dass Sie gekommen sind. Wir haben Ihre Rede war exzellent. Sie haben es genommen? Der Mann ist verzweifelt. Er weiß nicht mehr ein noch aus. Der zweifelt an seinem Beruf, am Sinn des Lebens. Der hat mich förmlich auf Knien angefleht. Ich konnte nicht anders. Das ist Bestechungsgeld, Herr Pastor. Unsinn. Eine Spende ist das. Eine Spende für einen guten Zweck. Ja, für irgendeinen guten Zweck. Also bitte, jetzt nehmen Sie das Geld. Nie. Wenn Sie das Bußgeld bezahlen, dann erretten Sie eine arme Amtsrichterseele aus einer tiefen Seelenkrise. Ne? Ist das vielleicht kein guter Zweck? Bitte. Mark? Ja. 129 Mark. Mark? Für mich? Für Sie. Das gibt's nicht. So. Ich nehme an, Sie kriegen auch keine Post. Nein. Warum? Da sind Sie ja schon. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es schon... Punkt 11. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Königin. Hilma Schmand. Aber ich bitte Sie, Herr Schmand, wir kennen uns doch. Oh, danke. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Bitte kommen Sie herein. Eine kleine Aufmerksamkeit unseres Senders, weil Sie so freundlich sind, uns ein Interview zu gewähren. Mein Kollege Pitt Steinke kümmert sich um den Ton. Tach. Sehr erfreut. So, bitte hier hinein. Machen Sie es sich bequem, ich hole nur rasch eine Vase.
Sydney. Darf ich? Selbstverständlich. In Sydney waren Sie auch schon? Ja, war ein großer Erfolg. 6 Konzerte ausverkauft. So, darf ich auch? Natürlich. Danke. Wo machen wir es? Tja, ich würde sagen, hier, an dem Arbeitsplatz. Okay. Und ich stelle mich dann hier so daneben und wir plaudern einfach ein bisschen, ja? Alles klar. Und über was wollen Sie mit mir plaudern? Über Ihre Tournee durch die USA, Ihre Pläne für die Zukunft. Ganz locker. Ja, gut. So, dann probieren wir es mal. Sagen Sie mal was, bitte. 1, 2, 1, 2, 3. 4, 5, 4, 5, 6. Okay. Los. Los. Stephen Benjamin Clark, der namhafte amerikanische Musikkritiker, schrieb in der New York Times, Laura Böckelmann sei die wohl zurzeit weltbeste Chopin-Interpretin. Was sagen Sie dazu? Na ja, ich habe das natürlich auch gelesen. Und ich habe mich natürlich auch sehr darüber gefreut. Aber wenn er das so sieht, ich möchte so eine Rangliste nicht aufstellen. Halt, Moment mal. Ja, bitte? Was ist? Gibt's hier eine Standuhr oder sowas? Ja, aber die geht nicht mehr. Was soll das? Wozu? Da tickt was. Wo tickt was? Also ich höre nichts. Ja, ich wüsste auch nicht. Moment, Ruhe mal bitte, ja? Da. Das kommt vom Flur. Im Flur tippt was? Es tickt. Hier tickt's. Im Badezimmer. Mhm. Der Wasserhahn tropft. Ach was. Und das hört sie? Das Mikro ist sehr empfindlich. Haben Sie mal einen Waschlappen? Ja, bitte sehr. Danke. So. Wundert mich, dass Sie das nie gestört hat. Sie müssten doch eigentlich ein sehr feines Gehör haben. Hab ich auch. Es wird wohl vorher nicht getropft haben. Naja, kann sein. So, noch mal einen Moment Ruhe, bitte. Ist weg. Wir können wieder. Also gut. Geht's? Ja, sicher. Ich hatte den New Yorker Kritiker erwähnt und dann machen wir da jetzt weiter. Mhm. Jedenfalls war Ihre Tournee durch die Vereinigten Staaten ein gewaltiger Erfolg. Ein Triumph, schrieb ein anderer Kritiker, für Chopins Musik wie auch für Sie. Ja, es war unglaublich. Seither reißen sich alle um Sie, das Fernsehen, die Zeitung. Kaum eine Illustrierte, in der nicht irgendwas über Sie gestanden hätte. Sie sind eine berühmte Frau. Das ist schön, aber auch ganz schön anstrengend. Ist ja ganz nett, die Olle. Ganz nett? Das ist eine begnadete Pianistin, hör mal. Ja, ich stehe nicht so auf das Geklimpere. Aber was stehst du denn? Techno! Nein! Oh. Schatz!
Laura? Schatz? Was ist los? Das Geräusch. Es macht mich wahnsinnig. Was für ein Geräusch? Hörst du das denn nicht? Ich höre nichts. Was sollen denn die Handtücher da im Becken? Der Wasserhahn tropft. Ich werde irre. Andauernd dieses... Das hört man doch kaum. Ich höre es. Und es macht mich wahnsinnig. Ich kann nicht mehr spielen, verstehst du? Noch nicht einmal Mozart. Nicht einmal Mozart? Der Wasserhahn tropft schon seit Wochen. Ausgeschlossen. Bestimmt. Nach Paris, da habe ich es das erste Mal gehört. Ach. Ich vergesse nur immer, den Klempner zu stellen. Das glaube ich nicht. Das ist aber so. Du bist nervös, mein Schatz. Ja. Überreizt. Ist ja auch alles ein bisschen viel in letzter Zeit. Ich rufe gleich morgen früh an. Ach, bitte, ja. Tja, das kenne ich. Tage und Wochen kriegt man gar nicht mit, dass etwas tropft. Und auf einmal, Herrgott, sitzt das fest. Karl, probier du mal. Und dann kriegt man es endlich mit und dann stört's einen. Dann hörst du das überall. Da kannst du hingehen, wo du willst. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Nett, dass Sie gleich gekommen sind. Ist selbstverständlich, gnädige Frau. Ist bei dir ein Rohr entzwei, Findeis kommt sofort vorbei. Ach du Scheiße. Was ist? Das Becken ist hin. Gesprungen. Hier. Nee, dafür kann er nichts. Das liegt am Material. Das ist ja nur noch alles fast schon antik, was Sie hier haben. Ja, und jetzt? Brauchen wir nicht nur einen neuen Hahn, sondern auch ein neues Waschbecken. Ach du meine Güte. Aber das sage ich Ihnen gleich. Genauso eins werden wir nicht kriegen. Da haben wir Trauer. Wieso? Das war doch eine Serie, das ganze Bad hier. Ja, aber die ist seit 10 Jahren ausgelaufen. Vielleicht so ähnlich. Tja, möglicherweise. Aber genau das weiß. Und den Glanz, das schaffen wir nicht. Ja, ich will aber, dass mein Bad einheitlich aussieht. Nur das Ganze hier ist 20 Jahre alt. Und überlegen Sie mal. Nächste Woche geht irgendwas an der Wanne kaputt. Die Wanne gibt's auch nicht nach. Ja, nun? Was für eine Ehre. Frau Böckelmann, welche Freude. Mein Name ist Lüning, ich bin hier der Verkaufsleiter und ein großer Verehrer Ihrer Kunst. Oh, danke. Ich sehe, Sie haben einen Fachmann zur Verstärkung dabei. Tager Findeis, was kann ich für Sie tun? Ja, Frau Böckelmann möchte Ihr Bad renovieren. Komplett. Fliesen, Objekte, Zubehör, alles. Ja. Sehr schön. Ein Entschluss, den Sie garantiert nicht bereuen werden. Hier ist der Grundriss. Na, das finde ich ja. Also, da werden wir doch was finden. Kommen Sie, folgen Sie mir bitte. Ich komme gleich nach. Muss mal schnell was gucken. Ja, aber... Bei Herrn Lüning sind Sie in besten Händen. Gnädige Frau?
Unser jetziges Badezimmer ist nämlich schon ziemlich alt, verstehen Sie? Also so an die 20 Jahre vielleicht. Da sollte man sich schon mal was Neues gönnen. Außerdem hat der Wasserhahn getropft. So. Nun, das ist bei unseren modernen Armaturen praktisch ausgeschlossen. Schon konstruktionsbedingt. Na, Gott sei Dank. So, wenn Sie jetzt hier mal schauen möchten. Natürliche, verspielte Formen, inspiriert von den Schalen der Riesenmuschel. Als Kontrapunkt zur alltäglichen Sachlichkeit. Ja, ja. Das sieht man sich aber, glaube ich, rasch über. Lassen Sie mich mal erstmal nur gucken. Selbstverständlich, gnädige Frau. Die technische Avantgarde. Das Bad als Erlebnisraum. Sie sehen, hier kann gar nichts mehr tropfen. So. Wie ein Bügeleisen. Ach, schnick, schnack. Das Bad nicht mehr nur Ort routinemäßiger Körperreinigung, sondern vielmehr als ein Raum zur Erholung und Entspannung. Lebens- und Erlebnisraum eben. Ach was. Kommen Sie. Bitte, nehmen Sie Platz. Was? Wieso? Ganz entspannt. Setzen Sie sich ganz entspannt hin. Ich weiß nicht. Die Brille, auf der Sie sitzen, ist das wissenschaftliche Ergebnis umfangreicher Forschung. Hunderte Versuchspersonen wurden vermessen. Unzählige Entwürfe landeten im Papierkorb. Setzen Sie sich doch mal ganz normal hin. Also so, wie Sie sonst da sitzen. Und, wie sitzen Sie? Tja, gut soweit. Sehen Sie, das ist unsere Philosophie. Nur wer sich wohlfühlt, kann sich richtig entfalten. Sieht eigentlich ganz normal aus. Das ist eben die Kunst. Darf ich Ihnen jetzt unsere Badewanne zeigen? Durchdacht bis ins letzte Detail. Wasserfallarmatur, integrierte Armlehnen, Haltegriffe, Mittelabfluss. Damit keiner auf dem Stöpsel sitzen muss, wenn man mal zu zweit badet. Ach so. Ja, setzen Sie sich doch mal rein. Jetzt? Hier? Natürlich. Sie müssen doch probieren, ob Ihnen die Wanne passt, gewissermaßen. Ach so. Aber ohne Schuhe. Ja, natürlich. Richtige Größe und körpergerechte Form sind Voraussetzung für optimalen Badespaß und wohlige Entspannung. Das geht nicht ohne Anprobe. So. Jetzt legen Sie sich mal hin, ganz entspannt. Spüren Sie die Sicherheit und Bequemlichkeit, die die Armlehnen vermitteln? Frau Böckelmann. Ja? Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Zuerst dachte ich ja, Sie sind es vielleicht gar nicht, aber jetzt, wie ich Sie so in der Wanne sitzen sehe, da könnte ich vielleicht ein Autogramm von Ihnen bekommen? Jetzt? Och, ja, bitte. Ich sehe Sie ja sonst nie. Tja, ich habe keine Autogrammkarten mit. Auch einfach hier auf dem Prospekt. Haben Sie was zu schreiben? Gnädige Frau. Danke. Laura Böckelmann. Gnädige Frau? Ja? Oh, entschuldigen Sie bitte. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das werde ich nie vergessen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, Frau Böckelmann. Das ist es doch. Die Wanne passt zu Ihnen. Was ist denn hier los? Unser Bad. Na dann, Frau Böckelmann. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss.
Sag mal, hast du sie noch alle? Was wird denn das hier? Ein neues Bad, Schatz. Sehr schick. Ich fasse es nicht. Der Wasserhahn tropft und meine Frau bestellt ein neues Bad. Sowas kann man reparieren. So eine Dichtung kostet 20 Pfennige. Das ging nicht mehr zu reparieren. Das Waschbecken war kaputt und das Gleiche gibt's nicht mehr. Es soll doch alles zusammenpassen. Ein Erlebnisraum. Ein Erlebnisraum. Das kannst du laut sagen. Das Alte war doch schon so oll. Hast du selber gesagt. Und das Neue wird ganz elegant, du wirst sehen. Aber darüber müssen wir doch sprechen. Ich tue auch was dazu aus meinem Plattenvertrag. Darum geht's doch gar nicht! So ein neues Bad, das ist schon okay. Nur wann? In 10 Tagen, dann muss ich nach Rom. Und da hättest du doch mitkommen können. Und da hätten die das dann hier alles in Ruhe machen können. Stattdessen sitzen wir hier jetzt auf einer Baustelle. Liebling. Es ist doch wahr. Und wo soll ich denn duschen? Und wenn ich nachts pinkeln muss, gehe ich dann im Pyjama nach draußen am Baum oder wie? Duschen kannst du die paar Tage auch mal im Büro. Und aufs Klo können wir jederzeit nebenan bei Frau Malzahn, hat sie schon gesagt. Na toll! Aber die 10 Tage bis Rom, das hätte ich nicht ausgehalten. Das Tropfen, niemals. Nicht weinen. Danke, Liebling. Wir machen dann Schluss für heute. Was? Jetzt schon? Das muss alles erst noch mal richtig durchtrocknen. Und das soll hier alles so liegen bleiben? Herr Findeis! Ja, wo denn sonst? Ja, aber... Wenn es dann losgeht, geht alles ganz flink. Sie werden sehen. Karl, komm. Wiedersehen, Frau Böckelmann. Wiedersehen, Herr Finkel. Liebling? Ah. Bist du noch böse? Quatsch. Da müssen wir jetzt eben durch. Das schaffen wir schon. Wir müssen uns nur noch entscheiden, ob wir einen Tiefspüler wollen oder einen Flachspüler. Ein was? Ja, die Toilette. Da gibt's Tiefspüler und Flachspüler. Komm mal. Herr Findeis hat uns einen Tiefspüler mitgebracht. Wir können aber auch einen Flachspüler haben. Vorsicht. Was ist denn der Unterschied? Also hier, bei dem Tiefspüler, da ist das Toilettenbecken unten so voller Wasser. Aha. Ja, also wenn man da, was man da reinmacht, das plumpst ins Wasser und ist verschwunden. Und ein Flachspüler? Der hat da so eine Fläche, wo alles immer liegen bleibt. Das ist mir egal. Das ist aber nicht egal. Herr Findeis sagt, seine Frau kann Tiefspüler nicht leiden, weil alles immer gleich verschwunden ist, weil sie da keine Kontrolle hätte. Kontrolle? Ach so. Ja. Das ist mir egal. Seine Frau mag also lieber Flachspüler. Während er lieber einen Tiefspüler hätte, weil er auf dem Klo gerne seine Zeitung liest. Meine liebe kleine, weltberühmte Chopin-Interpretin zerbricht sich den Kopf wegen so einem Scheiß.
Idiot. Dann nehme ich einen Tiefspüler. Sehr gut. Sehr gut. Herrgott! Alles muss ich allein entscheiden. Herr Böckelmann. Na? Fertig? Alles klar. War ja ein schönes Stück Arbeit. Aber nun alles picobello. Na, endlich. Prima. Na, endlich prima. Import, Export, Heini. Was das für eine Plackerei war, davon macht der sich doch keinen Begriff. Und zweimal Estrich schütten. Komm, Karl. Schatz! Hallo, Schatz. Na, Benz? Guten Abend. Na? Wie findest du's? Sehr schön. Toll. Tja, siehst du? Na ja. Dann haben wir das ja auch geschafft. Ich lass mir gleich eine Wanne ein. Ja, mach nur. Die Rechnung liegt auf dem Tisch. Kommst du mit in die Wanne? Groß genug ist sie, hab ich ausprobiert. Nee, jetzt nicht. Sag mal, die nimmt's ja von den Lebendigen. Dafür hätten wir ja ein Luxusauto kriegen können. Unser Bad war kaputt, nicht das Auto. Du willst also nicht? Nee, das Baden ist mir vergangen. Oh. Erstmal. Schatz! Ja? Ach, komm doch. Es ist so gemütlich. Irgendeiner muss ja das Geld verdienen. Was ist denn? Da,